Wünsche können wahr werden. Ja, mit dieser Glanzleistung haben wir uns schon mal keine 100 Dollar verdient. Wer bist du? Wo bist du? Ein kleiner Insider nebenbei. Und so. Eine riesen Monsterfackel, die uns entgegenblickt. Wow. Ein Rundschild in der Hand und willkommen zum Let's Play. Ich bin Akatsuki. Mein Name ist Gepini und wir zocken mit euch zusammen Hunted. Die Schmiede der Finsternis. Das sind Spinnen und Ratten, jede Menge tolle Sachen, die man bestimmt zertreten kann. Geht das? Wir folgen in diesem Prolog, leider, ich glaube, der drei- oder vierteilig ist, einer unwillkürlich zuordnenbaren Stimme einer jungen Frau. Und ja, wir folgen jetzt durch die Gefilde der... Also irgendwie, Kerzen kann man jetzt nicht anzünden, Viecher kann man auch keine tot trampeln, also... Schon schade. Ich warte auf dich. Ja, ich warte auf dich, Baby. Ist ja gut. Ich komm ja schon. Okay, ja. Akatsuki ist schon fertig. Er ist schon gekommen. Er kämpft sich trotzdem mal durch die Spinnweben. Ich weiß, wonach du suchst. Nach was? Sag mir. Und zwar? Was willst du? Deine Schuld lindern. Komm zu mir. Baby. Also ja, sie geht sehr gut dran. Und wir... Natürlich, welcher starke Mann namens Kedok würde nicht einer solchen Stimme hinterherrennen? Ist auch ein ganz harter, ist bestimmt in der Bronx aufgewachsen. Sieht man ja einen dicken Tattoo hier auf der Glatze, ne? So. Dann gehen wir mal hier in dieses... Ach, bestimmt ein Harvard-Student, der denkt, tätowiere ich mich mal, um hart auszusehen. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zum Ende des Ganges. Überfliegen das. Ganz schön gemacht, wie man hier durch die Spinnennetze sehen kann. Sieht auch ziemlich krass aus dieser Perspektive besonders. Und ja. So gibt's die gar nicht mehr. Ist auch cool. Wo bist du? Bist du noch da? Ja, du bist ganz nah. Das ist schon mal gut. Schon wieder von ihr geträumt? Nicht lustig, Ilara. Ich glaube, es ist kein Traum. Und das Ende dieses Traums hat mir gar nicht gefallen. Was? Kein Happy End? Wie schade, Kedok. Du träumst von einer fremden Frau. Wahrscheinlich trifft da die Bardame, die du angegafft hast, auf ein Stück schwer verdauliches Wildschweinfleisch. Fauliges Fleisch würde jedenfalls das Ende erklären. Lass uns schlafen. Wir müssen morgen den Brunnen von Elisha erreichen. Prolog. Der Brunnen von Elisha. Ich sag's dir, Ilara, irgendwas stimmt nicht mit diesem Traum. Es könnte ein Omen sein. Du leidest an Verfolgungswahn. Ich bin nur vorsichtig. Wenn etwas auf uns lauert, ist es besser, vorbereitet zu sein. Du machst dir zu viele Sorgen. Und du dir zu wenige. Sorgen verursachen nur Falten, alter Mann. Alter Mann? Du bist doppelt so alt wie ich, Elf. Und halb so erwachsen. Und 10-mal hübscher. Dort, der Eingang zum Brunnen ist auf der anderen Seite der Brücke. So sieht's aus. Was hältst du davon, ein Vermögen zu machen?
Gut, da sind wir dann auch und laufen einfach mal los wie die wilden Hühner. Tote Hühner. Tote Hühner. Versuchen wir mal, das im Kreis zu treffen. Ah. Das ist schon... Ja, Mann. Ja, nach 10.000 Schuss musste auch das Huhn dran glauben. So, Brückenmechanismus. Du wirst das Teil durchschießen müssen, dann dürfte die Brücke runterkommen. Seht mal, da sind schöne. Sind das Blumen oder sind das Kristalle? Ich weiß es bis heute nicht. Erinnert ein bisschen an die Kristalle, die man bei, als Rohstoffe bei StarCraft abbauen muss. Weiß nicht, ob ihr StarCraft kennt. Das ist ein Strategiespiel. Nie gehört von. Was ist das? Erzähl mir mehr. Schieß das Seil durch, aber schnell. Habe ich jetzt eigentlich keine Lust zu. Gut. Ja, es geht hier auch. Ja, es geht auch um Hunted, ne? Ja, hätte jemand Pfeile verloren. Heb sie lieber auf. Ich wollte was sagen, aber Kerdok unterbricht mich immer die Sau. Und, ja, Beute, gebe Objekte oder Gegenstände, um sie aufzunehmen. Da wären wir niemals von alleine drauf gekommen. Das ist sehr verwirrend und ich glaube, das werden wir nicht mehr schaffen, das zu tun in diesem Spiel. Ich frage mich, wie man über sich über das ganze Inventar haben muss, wenn man nur über die Gegenstände drüber laufen muss, Alter. Wie willst du die ganzen Gegenstände droppen? Das ist doch unmöglich. Ey, das kann man bei QVC anpreisen, bei QVC. Ja, da. Ja, da. Hast du schon recht. Ja, und spring runter, kannst hier. Du nicht, traust dich nicht. Guck mal, ich kann schon von hier aus Feinde töten. Ja, das würde ich auch tun. Wäre ratsam gewesen. Das macht keinen Unterschied. Du weißt, wie sehr ich Insekten hasse. Guck nicht. Und, ja, da stehen sie wie doof angewurzelt an der anderen Seite des Ufers. Und Akatsuki schießt Pfeile durch die Gegend. Yeah! Juhu! Ich mag Insekten nicht. Der kleine Schisser. 2 Meter groß. Angst vor Insekten. Geisterführer. Okay. Benutzt ein Schwert, Gelara. Bei dem Gestrüpp helfen Pfeile nichts. Das hat ihn erledigt. Da kommen noch mehr von den kleinen Krabbelfüßern. Kommen Sie! Halt Sie schwach! Sie kommen! Da fehlten jetzt einfach die Worte. Kerdok kann sich nicht benehmen. Mich juckt's immer noch am ganzen Körper. Okay, überall? Tja, wahrscheinlich war das Getreide, das wir uns eben geboxt hatten, Juckpulver. Diesen Trank nie zu sehen. Ich kenne diese Tür. Ich habe sie in meinem Traum gesehen. Inka Dinka Du. Aber klar, ich öffne echt gern seltsame Türen mit eingravierten schreienden Gesichtern. Wo willst du denn sonst hin? Hilf mir mal. Schreiendes Gesicht, das sind wir mal rein. Hilf mir, Lara, wenn mehr Kriechzeug auftaucht. Und die zierliche Frau hebt die Türe hoch und. Maxi Power! Obwohl sie nur einen Lendenschurz trägt, um ihre Popofalte zu verdecken. Kann man da runterspähen? Nein, kann man nicht. Nee. Schade, schade. Da wirken wir schon wie 2 60-jährige alte, ein bisschen notgeile Säcke, aber. Wir sind halt wie wir sind. Was uns hier erwartet. Ja. Ich könnte jetzt anfangen, was uns alles erwartet. Dann verderbe ich euch ein bisschen den Spaß am Spiel und. Nein, also ich werde das nicht tun. Ich weiß selbst nicht. Ich fürchte mich nicht vor Insekten. Sie machen mich nur nervös. Ja, ja. Übrigens bewegt Kerdok seine Lippen gar nicht, während er redet. Das finde ich auch ziemlich schade. Ja, das ist ein Bauchredner. Das ist einfach. Das ist die Kunst, die man damals beherrschen musste, um ein Kriegsführer zu sein: Bauchreden. Hier könnte man sich glatt zur Ruhe setzen. Du kannst dich ausruhen, wenn du tot bist. Nein, kann man nicht. Ja, jetzt können wir mal schauen. Hey, ich hänge auf der Stelle. Das geiler Bug hier. Dumme Sau ist. Du musst hier rumgehen. Einmal ich hänge an einer Wurzel fest. Einmal rechts herumgehen. Ich bin ein Wurzelelf. Und ja, schaut euch diesen riesen Drachenkopf an. Anscheinend gab es mal Drachen. Denn wir haben noch
Hey, schauen wir mal. Also ich noch nicht. Ja, schaut euch den Überbiss an. Wow. Mann, das sind ein paar Prankenzähne. Kann man da Pfeile reinsetzen? Das wäre wieder ein schöner Engine-Fehler. Ja, da unten hängt er. Ja. Und er verschwindet sogar. Ich wieder husten. Total geil. Pfeile, die verschwinden. Wie praktisch. So hinterlässt man keinen Müll. Nun ja. Husten, das ist ein Problem. Kaddock, dieser seltsame Stein. Ja, aber was noch seltsamer Kaddock, ist. Das seltsame der Schwein. Kam in meinem Traum vor. Interessant. Man sieht den Stein glänzen. Tja. Wassersenschen. Ganz okay. Aber die Steine. Das geht gar nicht. Also das. Guckt euch das an, das sind einfach nur Quadratklötze. Ich glaube, ich muss erstmal jetzt Minecraft öffnen und meine Sucht befriedigen. Und dann können wir uns wieder auf Hansel fixieren. Nein, natürlich nicht, aber. Weißt du, das erinnert mich denn immer an diese alten japanischen Filme, wo die mal so vom Wasserfall trainieren, weißt du? Nein. Interessant. Was ist das? Endlich kreuzen sich unsere Wege, Krieger. Du bist aus meiner Vision. Ja, ich bin Seraphine. Die Visionen gaben dir einen Vorgeschmack auf die Reichtümer und die Macht, die ich geben kann. Ich habe es doch gesagt, Ilara. Das war mehr als ein Traum. Moment, das ist deine Traumlady? Ich finde, sie hat was. Wir wollen mit einem Gefallen beginnen. Was brauchst du? Außer ein wenig Sonne. Bändige dein aufbrausendes Wesen, Jägerin. Ich bitte um einen einfachen Gefallen. Du sollst lediglich den Totenstein vor dir aufheben. Aufheben? Einen Totenstein? Der Stein ist solch eitlem Wortspiel weit überlegen. Er hat viele Kräfte. Er ermöglicht es mir, die Energie bestimmter Kristalle auf ihre Träger zu übertragen. Sammelt diese Kristalle und bringt sie zu mir. Dann verleihe ich euch Macht, die eure wildesten Träume übersteigt. Wo finden wir diese Kristalle? Sie sind überall auf der Welt verstreut. Ihre Fähigkeiten wurden von fast allen vergessen. Also, heb ihn auf. Aber das ist ein Totenstein neben einem Toten. Du musst mir vertrauen. Die Zeit verrinnt und ich brauche eure Hilfe. Ich bin an den Totenstein gebunden. Ein Artefakt, das zwischen den Lebenden und den... Ilara, nein! Was war das? Das warst du, weil du nicht auf mich gehört hast. Er weiß es. Er weiß, dass ihr jetzt mit dem Stein verbunden seid. Er kommt.